Ich habe Steuern hinterzogen. Tatsächlich. Wie es dazu gekommen ist, warum das war, was ich falsch gemacht habe und wie unfassbar naiv ich als junger Mensch war, das erfahrt ihr in diesem Video. Ja, hallo meine Lieben. Das Video ist so das erste Video in einer Videoreihe, die ich mir so überlegt habe. Ich habe euch ja vor einigen Wochen erzählt, dass ich Contest verlassen habe. Falls du das noch nicht mitbekommen hast, falls du das Video nicht gesehen hast, dann verlinke ich es dir gerne oben rechts noch einmal. Deswegen schau dir das gerne an. Und in dem Video habe ich euch gefragt, ob ihr Interesse daran habt, dass ich so ein paar Stories aus meinem Leben als Selbstständiger teile. Und ganz, ganz viele haben mir geschrieben, dass sie da super neugierig sind. Und ich bin in meinem Leben schon 15, 16 Jahre lang selbstständig. Ungefähr die Hälfte nebenberuflich selbstständig und die andere Hälfte hauptberuflich. Und ehrlicherweise, wenn ich das so sage, dann fühle ich mich unfassbar alt. Aber es ist halt einfach so. Ich will euch heute mal erzählen, wie ich mich das erste Mal selbstständig gemacht habe. Also gerade volljährig. Und wie es am Ende auch dazu gekommen ist, dass ich in der Steuerberatung gelandet bin. Und zwar war es folgendermaßen. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen. Habe mir eine eigene Wohnung gesucht. Grob Schleswig-Holstein, um es mal so zu sagen. Und tatsächlich, nachdem ich ausgezogen bin, haben sich meine Eltern getrennt. Ich unterstelle da jetzt keinen Zusammenhang, aber mein Papa ist dann halt von zu Hause ausgezogen und ist vorübergehend in eine Ferienwohnung gezogen. So weit, so unspektakulär eigentlich. Was ich aber mitbekommen habe in diesem Zusammenhang ist, dass der Vermieter, also der Betreiber dieser Ferienwohnungen, das war so eine größere Anlage, also mit Ferienwohnungen, und der hatte keine Lust mehr auf die Ferienwohnung und wollte das eigentlich jetzt so an Dauermieter vermieten, wie zum Beispiel mein Papa. Und mein Papa war so der erste Dauermieter in dieser Anlage von Ferienwohnungen. Und zu der Zeit war ich so ein bisschen verloren im Leben, um es mal so zu sagen. Ich war noch in der Oberstufe, in der Schule, und habe so Bücher gelesen von, ach, wie sie alle heißen, so Napoleon Hill, Denke nach und werde reich, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, Bodo Schäfer und so diese ganze tolle, motivierende Literatur, die dir dann erzählen, wie du ganz schnell unfassbar reich wirst, wenn du Unternehmer wirst. Und ich dachte mir so, naja, keine Ahnung, was ich in meinem Leben mache, aber Unternehmer sein und reich werden, das klingt nach einem guten Plan. Und da gab es ein paar Regeln. Liebe Grüße an Robert Kiyosaki. Der hat in einer Zeile eines seiner Bücher geschrieben, es gibt eigentlich nur eine Grundregel, die du beachten musst. Und zwar, gib niemals mehr Geld aus, als du einnimmst. Und ich dachte mir, naja, eine Regel, die kann ich ja beachten. Dann habe ich das mitbekommen, dass mein Papa da in dieser Ferienwohnung oder ehemaligen Ferienwohnung eingezogen ist. Und ich dachte mir so, da gibt es Stammkunden, die da ihren Sommerurlaub gemacht haben. Und jetzt wird das an Monatszahler quasi vermietet. Und dann habe ich mir so die Preise angeguckt und gesehen, naja, die Monatsmiete, die lag so zwischen 400 und 500 Euro. Die Übernachtungspreise in der Region waren bei 80 Euro. Ihr merkt preislich, das Ganze ist schon ein paar Jahre her. Aber ich dachte mir so, das ist ja Wahnsinn. Ich kann 80 Euro pro Nacht abrechnen und ich zahle pro Monat nur 400 Euro. Das sind ja 5 Nächte. Das ist ja eine unglaublich niedrige Auslastung. Ich brauche nur 5 Nächte pro Monat und bin break-even. Und ab der 6. Nacht mache ich Gewinn. Und ich, gerade volljährig, dachte mir, hervorragend, mein Papa ist auch in der Nähe, dann habe ich immer einen Grund, meinen Papa zu besuchen, und habe tatsächlich diese Wohnungen gemietet. Habe natürlich mit dem Besitzer gesprochen und habe dann einfach eine Webseite gebaut, habe das online so auf Ferienwohnungportale eingestellt und so weiter und habe halt Tagegäste gesucht. Und tatsächlich habe ich sogar von dem Vermieter seine Kundendaten bekommen. Also diese Liste, die da so die Stammgäste, die da einmal im Sommer vorbeigekommen sind. Und die durfte ich dann halt auch anschreiben. Wichtig an dieser Stelle, heutzutage gibt es so dieses Mietarbitrage im Airbnb-Arbitrage-Geschäftsmodell. Damals gab es kein Airbnb. Also das ist am Ende so dieses Airbnb-Arbitrage-Modell, was es damals halt einfach nicht gab, weil es kein Airbnb gab. Das heißt, ich habe mich irgendwie auf knapp 10 Ferienwohnungsportalen registriert, wo so Leute Ferienwohnungen an der Ostseeküste gesucht haben. Ich habe eine eigene Webseite gebaut und so weiter. Das heißt, ich habe all das Ding gemacht und das Ganze lief auch wirklich hervorragend. Und ich habe damit echt viel Geld verdient. Dazu muss man wissen, ich habe bis zu diesem Zeitpunkt in der Bäckerei so als Aushilfe gearbeitet und unfassbare 4,50 Euro pro Stunde verdient. Damals war, glaube ich, Minijob-Verhältnis war, glaube ich, 400 Euro. Und ich habe halt, ja, kann man sich ausrechnen, wie viele Stunden ich gearbeitet habe für 4,50 Euro die Stunde, um diese 400 Euro voll zu machen. Und dann hatte ich plötzlich ein Geschäftsmodell, wo ich mit einer Immobilie in einer Nacht, ohne aktiv was tun zu müssen, 80 Euro abrechnen konnte. Es war für mich absolut
absoluter Traum. Das Geld ging so auf mein Konto ein. Ich hatte plötzlich einen Kontostand, den ich überhaupt nicht kannte. Und so nach einem guten Jahr habe ich so eine Faustformel für mich entwickelt. Ich habe immer gesagt, im Juli und August wird quasi die Jahresmiete eingenommen. Um es einfach zu machen, 400 Euro Miete pro Monat. Das heißt, ich zahle insgesamt pro Jahr 4.800 Euro Miete. Und diese 4.800 Euro wollte ich immer im Juli und August, also der absoluten Hauptsaison, wollte ich reinholen. Und damit war es schon mal gut, weil dann gab es immer noch Ostern, Frühlingsferien, im Mai sind viele Feiertage. Manchmal ist der Herbst auch ganz schön. An der Ostsee gibt es durchaus auch ein paar Surfer-Communities. Das heißt, ein Surfer, die gehen auch im Frühling und im Herbst, teilweise im Winter surfen und sowas. Das heißt, all dieses Off-Season- oder Nebensaison-Business, das habe ich mir alles in die eigene Tasche gesteckt. Das war quasi mein Gewinn. So grob war meine Kalkulation. Das hat auch hervorragend funktioniert. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, lieber Bodo Schäfer, lieber Napoleon Hill. Es gibt deutlich mehr Regeln, als einfach nur weniger auszugeben, als man einnimmt. Man muss ein Gewerbe anmelden, man muss Umsatzsteuer zahlen, Gewerbesteuer zahlen. Man muss auch sich mit Tourismusabgaben beschäftigen und so weiter. Aber ratet mal, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe bis zu diesem Zeitpunkt. Ich habe mich nicht angemeldet, ich habe nichts mit Steuern gemacht, ich habe kein Gewerbe, ich habe einfach gar nichts gemacht. Ich wusste das nicht. Ich war gerade 18 und habe lauter Motivationsbücher gelesen und dachte, ich bin der nächste Warren Buffett oder der nächste Bill Gates. So habe ich mich gesehen. Ich habe nie irgendwas davon gehört. Richtig witzig war das dann bei diesen Kurabgaben. Da hat dann das Kulturzentrum an alle Ferienwohnungenbetreiber so diese ganzen Kurtaxe, Karten, versendet, damit ich das an die Gäste geben kann. Und mein Job war es dann irgendwie so 2-3 Euro oder so pro Tag von den Gästen on top einzusammeln, ihnen dafür diese Karte zu geben, damit durften sie an den Strand gehen und sowas. Und dieses Geld musste ich natürlich abführen. Das heißt, ich habe diesen Brief bekommen mit diesen ganzen Karten, habe das Geld natürlich dann auch eingesammelt, war ja auch leicht zu begründen und dann hatte ich das Geld. sorry, also wirklich, ich bin naiv, rückblickend tut mir das auch leid, wobei ehrlicherweise, ich muss mehr über mich lachen. Ich habe keinen Cent jemals irgendwem gegeben. Das Finanzamt hat keinen Cent gesehen, die Kurgeschichten, die haben keinen Cent. Niemand hat irgendwie nur ansatzweise Geld von mir bekommen. Und ich war mir meines Unrechts auch nicht mal ansatzweise bewusst. Und dann bin ich aufgeflogen. Und ihr könnt jetzt gerne einmal das Video stoppen, in den Kommentarbereich reinschreiben, was ihr glaubt, wer mich dran bekommen hat. Es war nicht das Finanzamt, es war nicht das Kulturzentrum oder wer auch immer dafür zuständig ist. Es war die GEZ. Irgendwann hat mein Handy geklingelt und da war ein Herr dran. Und der hat gesagt, wir sehen, dass sie Ferienwohnungen vermieten im Ort so und so. Und wir sehen auch in der Anzeige, dass da Fernseher in der Wohnung stehen und auch ein Radio drin stehen. Und teilweise sehen wir das auch auf den Bildern. Und wir sehen in der Anzeige auch, dass die Anzeige schon seit 1,5-2 Jahren online ist. Wir haben hier gar keine Anmeldung von Ihnen. Wie können Sie sich das denn erklären? Und dann dachte ich schon erstmal, oh, fuck, scheiße. Ist dann relativ teuer geworden, weil ich natürlich pro Gerät, pro Monat, auch für die Vergangenheit, das alles nachzahlen musste. Die GEZ war tatsächlich relativ kulant. Also wir haben uns mehr oder weniger in der Mitte geeinigt, weil ich denen erklären konnte, dass ich ja die Anzeige zwar schon so lange online ist, die Fernseher aber dann später ja erst reingestellt habe. Ja genau, wir haben uns halt geeinigt. Ich habe die GEZ gezahlt. Aber diese Geschichte hat dafür gesorgt, dass ich angefangen habe zu googeln, welche rechtlichen Pflichten ich eigentlich so habe. Und da ist mir ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, weil ich dann plötzlich erfahren habe, dass ich weiß nicht, warum ich darüber vorher nicht nachgedacht habe, dass ich Steuern zahlen muss. Ungelogen. Melchior mit 18 Jahren. Ehrlicherweise mit 18, 19 und zum Teil glaube ich noch 20. Das war mein Lebensmotto. Naiv durch die Welt gegangen. Dann habe ich festgestellt, was ich hätte machen müssen. Das war so jahreszeitmäßig so April, Mai. Da habe ich dann festgestellt, wo ich dachte, scheiße, ich habe hier ein richtig großes Problem. Einfach aufzuhören ist ja auch blöd. Ich habe eine Kündigungsfrist bei so Wohnungen 3 Monate und dann wäre es halt gerade im Juni vorbei gewesen. Dann dachte ich, okay, ist mir egal, ich nehme diese Saison noch mit, weil ich brauche den Juli und August, um die ganzen Fixkosten des Jahres reinzuholen. Ich habe dann noch 3 Monate gewartet, habe dann gekündigt und Ende September, also einmal die komplette Saison mitgenommen, das Geld nochmal eingestrichen und dann die Wohnung gekündigt und habe das Ganze sofort beendet, habe alle Einträge gelöscht im Internet und so weiter. Und dann habe ich mich totgestellt. Ich habe gehofft, dass mich einfach nie jemand erwischt. Und guess what? Das Ganze ist jetzt 12, 13 Jahre her, deswegen erzähle ich euch das auch so offen, ist länger als 10 Jahre her. Es ist nie was gekommen. Aber tatsächlich muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe mich ja dann relativ tief mit dem Thema beschäftigt und es gab so 2 Gedankengänge, die ich hatte. Erstens, was für ein Scheiß, warum lernt man sowas nicht in der Schule? Also, come on, bitte, Steuern, Grundlage, Selbstständigkeit, das muss ein Schulfach sein. Selbst wenn es ein freiwilliges AG-Fach ist. Irgendwie fand ich die Thematik auch spannend, nachdem ich mich damit beschäftigt habe. Ja, und so dieses Unverständnis, warum ich das nicht gelernt habe und schon auch die Faszination, dass
dass es für Selbstständigkeit und Unternehmertum irgendwie so gesetzliche Spielregeln gab, fand ich wahnsinnig faszinierend. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich dann zu einem Punkt war, ich habe dann auch mein Abi gehabt, dass ich mir gedacht habe, vielleicht sollte ich erstmal die Spielanleitung für Selbstständigkeit in Deutschland verstehen, bevor ich wieder anfange zu spielen. Und dann war ich so an dem Punkt, dass ich überlegt habe, was ich machen möchte. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, also so Uni, Studiengänge, Ausbildung und so weiter. Habe eine relativ lange Liste gemacht und habe eigentlich aufgeschrieben von Dingen, wo ich rückblickend so nach 2,5 Jahren Ferienwohnungsbusiness mir überlegt habe, was wäre sinnvoll gewesen, wenn ich das vorher schon gewusst hätte. Und dann habe ich einfach tatsächlich so eine Excel-Tabelle gemacht, habe gesagt, das hätte ich gerne vorher gewusst und in welchen Fächern lerne ich mehr dazu? Also welchen Unigängen, Studiengängen, welchen Ausbildungen und so weiter. Und da bin ich zu einem Beruf gekommen, der mir so dermaßen fern lag, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Steuerfachangestellter. Bei einem Steuerberater siehst du ganz viele Branchen. Du lernst die Spielregeln, du lernst BWL-Grundkenntnisse, du hast super viel Kontakt mit Selbstständigen, du lernst das ganze Thema Steuern, diese Gewerbeanmeldung. Du lernst diese ganzen Themen. Und eine reine Ausbildung, dachte ich mir, das unterfordert mich. Deswegen habe ich eine Ausbildung gemacht und Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Steuerrecht an der Fernuni studiert und das einfach gleichzeitig gemacht. Und so bin ich tatsächlich in der Steuerberatung gelandet. Ich meine, ich wusste 2,5 Jahre vorher nicht einmal, dass man in Deutschland als Selbstständiger Steuern zahlen muss. Ich habe einfach überhaupt nicht drüber nachgedacht. Und dann bin ich aber tatsächlich durch meine Excel-Tabelle dazu gekommen, dass ich Steuerfachangestellter geworden bin und war dann tatsächlich in einer Kanzlei, die sich auf Hotellerie und Gastronomie spezialisiert hat. Also Hotellerie war einfach das Thema, was ich super spannend fand und dachte mir, na, dann mache ich die Ausbildung und dann kann ich dann nachher immer noch in den Hotel-Gastgewerbebereich gehen. Dazu ist es dann nicht gekommen. Aber tatsächlich, so ist mein Weg gewesen, bevor ich in die Steuerberatung gekommen bin. Dann habe ich die Ausbildung gemacht, das Studium gemacht und gut, alles, was danach kam, sind dann andere Geschichten. Aber tatsächlich habe ich Steuern hinterzogen und mit dieser Steuerhinterziehung habe ich den Weg in die Steuerberatung gefunden. Und am Ende ist daraus dieser Kanal und das alles draus geworden. Und ja, die Moral aus der Geschichte ist, manchmal hilft einfach totstellen. Liebe Grüße an das Finanzamt. Ich sage nicht exakt, wo das war, aber es ist auch länger als 10 Jahre her. Und diese Videos und diesen Kanal würde es auch nicht geben, wenn ich nicht mit 18 Jahren ein wenig zu naiv gewesen wäre. Das war's mit meiner Geschichte und mein Start ins Berufsleben. Wenn du dazu ähnliche Geschichten hast, Fragen hast, was auch immer, dann lass es mir gerne in den Kommentaren wissen. Auch wenn dir das Format gefällt. Das ist ganz, ganz anders als alles andere. Aber ich dachte, ich probiere es gerne mal aus. Und so ein paar Geschichten, ehrlicherweise, ich bin seit 15 Jahren halt selbstständig, die sind einfach teilenswert. Einfach, weil sie lustig sind, teilweise, weil sie lehrreich sind. Deswegen schreib mir gerne in die Kommentare, wenn du dazu mehr hören möchtest. Und falls du jetzt sagst, bei den vielen Geschichten irgendwie muss ich jetzt auch noch was lernen, dann schau dir einfach mal die anderen Videos auf diesem Kanal an. Abonniere gerne den Kanal. In erster Linie rede ich über Steuern, Finanzen, Buchhaltung für Selbstständige. Und du findest eine ganze Reihe an Tool-Empfehlungen unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber auch gerne hier. Oder du schaust jetzt wirklich direkt die inhaltlichen Videos, um auch etwas zu lernen. Zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.